schon im Wahlreif ist. Wenn es mich in Jan und Gucken röhren und Schnitzelbänke lösen, bis sie es hören, dann ist das nicht, weil das Klima hier ist. Es ist einfach so, wie es immer war. Der Mond, der rund und käsig bleich, bestimmt der Tag vom Morgenstreich. Und der zeigt an, für Fritz und Marie, wenn es wieder Zeit ist für Hans Charivari. Gleich Basler, kriegen erste Klasse. Für sie wird der Weg nur über Gas. Wer rechts vom Rhein muss existieren, soll zeitig über Bruck pressieren, wo wieder geflickt und sauber zählt ist. Und für die Autofahrer jetzt gespät ist. Die stehen am Bach in ihrer Not und sehen frustriert schon wieder rot. Die beste Lösung zu Basel wäre, wir möchten noch ein Auto fahren. Doch die Bruck weiss, wo sie Stadt zu verzieren. Sie laden ein, zum Dorf flanieren. Und wer flaniert, kommt erst auf die Welt, wenn über ihm ein Tram ist. Wo gab's doch für sie her und zurück auf Liestl aus so einer Brücke? Sind alle sie allein an Planen, kommst du erstätten? Nicht dran an. Spitalfusion, der Unirat, belegt sich quer. Und nichts mehr geht. Es ist eben Kunst vom Hockenbauen viel schwerer, als der Neben zu hauen. Mit Brexit von Europa fort, was die May. Die saure Gucke. Und wer erst, wenn dann der Magen knurrt? Was hat man? Ohne Drucke. Und die Mama, was an Umsatz fehlt, muss heute um die Kunden bangen. Die sind doch früher noch putzt und gestrahlt, noch gar nicht reingegangen. Der Gassis soll im Bundesrat zur Südschweiz Brücken bauen, weil der fast jeden Spruch versteht. Nur, kannst du dem Vogel trauen? Nein! Der Schneider Amann braucht keine Brücke. Der kriecht es sich zum Grinen, wenn er ein Geschäftli riecht. Ruckzuck, der Saudi hinten rein. Der Bärsee bei der AHV glänzt nicht als über Brücke. Er riecht dafür für Mann und Frau mit Joghurt. Jetzt ein Zug. Die Verwaltung steigt auf alle Äste. Für uns und unsere Gesundung. Zuerst Becher an den Strassenfesten. Und jetzt noch die Kirsi-Rundung. Ah. Hey, muss ich jetzt Basel kriegen, nicht, um ihren Acker pflegen? Frau Ackermann, ihr lieben Leute, ist halt kein Akku-Sagen. Das Präsidium ist eine schwache Stelle und Basel muss das schlucken. Denn die Väter sehen, die sagt, er will die schlucken. Überbrücken. Eine schwache Stelle ist oft eine Qual. Ja, nicht nur bei den Brücken. Oft klemmt beim Anblick von Nadal im Feder aus dem Rücken. Brücken planen, Brücken bauen, Brücken abeinander! Brücken bauen, Brücken sprengen! Anstatt zusammen zu reden, zwängen. Die, die sprengen, geben den Ton an. USA und Barcelona. Freifahrt für die Waffenlobby, Terrorattentat. Als Hobby. Es wäre bald alles ganz versaut. Wenn man nicht noch Brücken baut. Und drum. Basel auf der Brück, werden zwischen hier und zurück, dort der Gacko gezogen und drin umgeschoben. Und wir landen auf der Brück, miteinander tief verschluckt, auf der wunderschönen Charivari oben. Thank you.
Nächster Halt, Kraftwerk. Next Stop, Powerwork. Direkter Anschluss ins Feld. Direct Connection to Drive-Through Village. Bitte umsteigen nach Grenzach und Riechen. Please change for Borderline and Smelling. Grüezi, mein Name ist Kraftwerk von der Kraftwerkbrücke bei Bersfelden. Sind Sie auch schon am Bersköpfli gestanden und haben überlegt, wie Sie auf die andere Seite vom Rhein kommen? Sind Sie auch schon aus dem Joggeli geflüchtet und haben den schnellsten Weg zum Hörnli-Friedhof gesucht? Seit 1954 stand ich Fußgänger und Velofahrer als unkomplizierte Verbindung zwischen dem Birsfelder Hafen und dem Sportplatz Landauer zur Verfügung. Geografisch gesehen bin ich damit quasi die letzte tragfähige Konstruktion zwischen Basel-Land und Basel-Stadt. Dank meiner Umgebung bin ich als Nacherholungsgebiet für Familie und Hündler beliebt. Hier auf der Kraftwerkinsel kann man kiffen, bädeln und Wertgegenstände apportieren. In der neu eröffneten Dinosaurier-Ausstellung hat man außerdem die Möglichkeit, für nur 16 Franken pro Person 50 originalgetreue Dinosaurier aus der Vorkriegszeit zu begutachten. Das ist fast so günstig wie ein Besuch beim Bleibasler Charivari. Und die Nutzung der örtlichen Infrastruktur samt WC und Sandkasten ist im Preis inbegriffen. Gerne organisieren meine Mitarbeiter eine interessante Führung für sie und ihre Vereinskollegen. Auch Schulklassen, die mit dem neuen Lehrplan 21 schaffen, sind bei mir herzlich willkommen. Als umweltbewusste Konstruktion leiste ich einen Beitrag zur Biodiversität. Anhand von einer Wasserstärke können Schüler vor Ort erfahren, was Nachhaltigkeit bedeutet. Die Wiederansiedlung vom Wickelfisch in Grenzach-Wiele ist mir ein grosses Anliegen. Stromabwärts kann die Stärke auch von Rheinschwimmern genutzt werden, zum Beispiel für die Einführung von undeklarierten Fleischwaren ab 1,1 Kilo. Und der Staudamm hinter dran schützt wirksam vor deutschen Strömungen wie Schlager, Pegida und die AfD. Wenn ich als Ausflugsziel und Freizeitvergnügen Ihres Interesse geweckt habe, so kommen Sie gerne bei mir vorbei. Ich freue mich auf Ihren Besuch beim Kraftwerk von der Kraftwerkgruppe Wirsfelden. Und auf der Baselbieter Seite hat es Parkplatz. Plakette, das Wort, das wird geschossen wie sonst nur Duplette. Plakette, in Gold und in Silber, in allen Facetten, auf Strassen, in Gassen, sogar auf Paletten. Das Plakette-Geschrei, die überall stören. Plakette, selbst dir kann nicht hören. Ja, kommt denn noch ein Schwung in so einer Gosse? Was ist denn das da für eine Brosche?
geb ich als aus Frust am Morgen streichen als erst August abzeichen. Bevor sie den bestellen, sehe ich sofort, wer will ich dort wählen. Was sagst du? Nicht wahr? Zur Übertreibung neigen und ihr irgendetwas zeigen. Ja, zum Beispiel da. Sag, wie du heißen? Darf ich Tommy sagen? Ja, Tommy tut er heißen. Statur normal. Mittelfeissen. Ohren leicht zu gross. Das Winken noch schräg. Das ist alles für ein Bischof ganz klar der Beleg. Halt. Etwas stimmt nicht. Was könnte das echt sein? Er hat Augen wie Kirsi. Er schaut staubig rein. Fast schon wie ein Lagerhüter. Jesus, nein! Ein Baselbieter! Wollen Sie eine Plagette kaufen? Auch schön ins Sissachot laufen! Was? Braucht ihr nicht helfen, euch zu schwätzen? Ich meine da als wollten Netzen. Nein! Ein paar Mal verstehe mich. Einmal den Schnitt. Sie mich schon, aber ich sehe nicht. Komm. Ich bin Schnaps. Ja, dann sind wir schon zu zweit. Weißt du? Eine wie du, du mehr sogar leid. Wow, was haben wir denn hin? Eieieiei. Wer tut uns da besuchen? Schau an. Jacqui! Immer noch mit der Bisswahlröchen. Ja, nein, dran. Sag aber auch. Du, das kätzle deine Frau, hä? Nein, nicht, ja. Ja. Wäre die einzige auf Erden, die jedes Jahr wird jünger werden. Was meinst du? Nur eine Kollegin, Mann. Ich wollte das nicht verstehen. Schnarrnig, los, um es richtig zu verstehen, läuft es drum jetzt so. Kaufst du einen Bischof, eine Frau? Ja, nein, für die Katz. Ja, und dann noch ein drittes, weißt du, als Ersatz. Dann werden wir alle grässlich, schnell durch den Gang fest vergrässlich. Ist gut, ja, also super, schön. Schau, komm, mir ist noch der Rest, grüß dich, die Frau. Ein großer Schluck gesehen. Mein Kundenstamm hat auch Klienten mit richtig echten Prominenten. Ich habe den Stamm, das ohne Witz, dummes Gerb vom Blumenfritz. Ein ganz guter Kunde, das ist nur der Wessels, das mit Grund. Ich sage BVB. Seine Reaktion? Gibt da mir doch gerade eine Million. Das lohnt sich ja, ich bin dabei, im Plagettenverein Basel zu sein. Ein besonders geiles Kunde wird gesehen. Der Odermatt vom FCB. Doch die Regel gibt bei ihm allein, verkaufen ja nichts vor den zwei. Ja, es ist sein Konsum am Kaufpreis gekoppelt. Ja, der zahlt ihn nicht nur, der kauft ihn auch doppelt. Der Goldpreis, der ist alleweil dummerweise recht volatil. Er möchte eine Goldplagette kaufen, muss das drum wie folgt ablaufen. Ich schelle meinem Witzbold von der Banken. Was kostet ein Witzgold gerade in Franken? Auch aufs Molio, weg der Rendite, muss ich das Portfolio dann splitten. Check, ob's Spass hat gerade beim SPI und kauft ihr Asset gerade mal zwei. Sante, drei Jacqui, Bijou auch. Vergiss nicht, Grüß und Frau. Kauft der
Derivat auf Wattisor und das Resultat Sandpreisfaktor, Swaps wegen Brexit in Devise und wenn es kein Sex gibt, haben die Krise ganz schade sofort. Der Plan ist Bombe und hat vor Ort noch Goldzahnblombe, verkauft noch Schleppoptionen leer, weil Rappleonen monetär samt Bandcap ICO auf Banken. Also abgelehnt, es sind mir 45 Franken. Wolltest du unser Geld in Bitcoin haben? Ah, jetzt mache ich mir auf Zocken. Da läuft nichts mehr. Der Wert ist trocken. Ein trocken ist, darum gehe ich auch. Mein Flachmann. Schöne, Sali, ciao! Forest Bridge. Direkten Anschluss an die Autobahn A2 in Breite und das Dengeli Museum. Direct connection to U2, to Brighton and Ding Dong Museum. Der Ausstieg für die Schwimmer ist in Fahrtrichtung links. Exit for swimmers to the left. Wickelfisch nicht vergessen. Don't forget the Ratfish. Also, Spanner. Muss jeder selber wissen, ich hatte keine Zeit für Oberverkehr. Komm, am
Aber wenn er gerade stau ist und auch mit Leuten der hat nichts zu berichten. Und es gibt auch viel zu sehen. Hier unten, beim Strandli, wenn sie sich parat machen. Außerdem sagt man dem heute nicht spannen, sondern verpackungsfreien Konsum. Hoppla, Chance! Voll reingeschaut! Und nebenan winkt eine! Hi! Ciao! Kenn ich nicht! Hey, was winkt die mir? Ah ja! Hat einen Krampf! Kein Wunder, gell? Das ist wahrscheinlich so eine, die die Bikini unter dem T-Shirt wechselt. Also mit der Hand so hinten durch zum BH und dann auf halber Höhe mit dem Träger über die Ellenbogen, während dann gleichzeitig die Achseln... so etwa. Da fragst du lieber einen, ob er ein Stichli hat, he? So rund um den. Fördert den sozialen Zusammenhalt. Entschuldigung. Könnte sie schnell. Ja, kein Problem. Wo stehen Sie? Allerdings, der weiss ja nie, ob sie grüßel ist. Oder? Von dem her, die Tierchen lieber selber heben. Oh, am besten gefallen mir ja die, die aus Versehen das Handtierchen einpacken. Oder in ihrem Turnsäckchen noch Platz haben für einen halben Quadratmeter Dreck in Waschnuppe. Dort! So, dass es einfach nicht ganz lang beim Umwickeln. So, dass immer eine Spalte offen bleibt und in der Weisst du, wie ich meine? Und dann so verschämt umhantieren. Und hoffe, es kommt nicht führen. Hoppla, Schorsch! Das ist in Basel auch bekannt als Wessels Strategie. Nein, alles im Griff, nichts passiert. Da denkst du nichts. Lieber einmal Blut und kritisch. Oder? Es schaut eh kein! Und wer hat dich selber schuld? Das ist quasi visuelle Belästigung. So wie der Herr Köppel am Fernsehen. Gut. Das muss jeder selber wissen, aber einfacher wäre es amigs. Also, ein schöner, gell? Und ein guter Schwung. Stink wie ein Iltis. Ah, Remigius. Schön, dass du bei uns frisch anfängst mit Schaffen. Also, wenn man das, was man da machen wirklich als Schaffen will, bezeichnet. Jo, Herr Bernhard, es freut mich wirklich sehr. Nein! Du bist doch jetzt einer von uns. Darfst du mir darum alle Weile du sagen? Ich bin der Donatus. Toni, jetzt, wo wir hier zusammen werden nannten. Gerne, Herr Toni. Ich meine. Ach, komm, los, du bist ja noch mal weiser als ein SP-Bundesrat vor einer AHV-Abstimmung. Mach dir keine Sorgen, deine bisherigen Leistungen sind einwandfrei. Du hast dich als junger Mann viel können leisten, ohne dass du dafür etwas hättest müssen leisten. Man tut, was man kann. Aber was genau ist jetzt hier meine Aufgabe? Es heisst, es sei eine Vierungsposition. Es ist eher eine an der Nase um eine Vierposition. Schau, ich zeige dir gerade mal, was ich meine. Darf ich vorstellen, Tromi und der Stefan. Einfach Volk
aus einfach Verhältnis. Eben mal. Musst nicht machen, einfach schön festheben. Ich bin Romy, Verkäuferin von Beruf. Ich bin der Stefan, Böstler aus Leidenschaft. Das gibt's ja nicht. Die beiden lehnen sich von dir lenken, wie der Nathan vom Roger Federer. Nicht nur die beiden, alle, die du hier im Saal siehst. Sie müssen uns alle folgen und machen, was wir sagen. Dann sind ihr alle unsere Diener. Ein Diener und Diener. Einfach ohne eigen Haus. Schau, die hat jetzt gerade ein bisschen gehieselt. Du, das glaube ich nicht, was ich gestern in der Zeitung gelesen habe. Der wesselt's mit dieser Million von Sanui. Geht's noch? Wenn die Wackis einen Tramianschluss haben wollen, dann sollen sie gefälligst selber dafür zahlen. Meinen die etwas, sie seien Baselbiet? Oh, Halletz. Ein schlecht gelaunter Diener ist ein schlechter Diener. Das. Alles kein Problem. Pass auf. Hä? In welcher Zeit die gestern das gelesen? Hat er in der Batz? Ja, dann ist es wahrscheinlich eh nicht wahr. Dem Herrn Sohn von der Batz kannst du nicht glauben. Er selber ist doch Fake News. Bist du sicher? Dann bin ich ja beruhigt. Das ist ja sagenhaft. Wir beeinflussen sie, als sich selbst ihm beeinflussen. Aber warum sagen wir es darum, als der Wessels rehabilitiert wird? Seit der Intransparenz vom Löwen im Ständerat wissen wir, dass auch eine Menge Linke zur Klasspolitik kehrt. Und wir schauen natürlich zueinander. Du, Toni, hast du nicht Schiss, dass die irgendwann da raufkommen und uns vom hohen Ross oben runterreissen? Überhaupt nicht. Wenn dann einmal ein Mann da raufkommt, kann ich ihm einfach gar Federn in die Hand und schon ist er ein zufriedener Mitspieler. Aber schwieriger wird es mit Frauen. Die sind nicht so einfach bestechlich. Ja. Aber für die haben wir eine sogenannte Schaufenstersicherung eingebaut. Wir lenken sie ab mit Sonderangebot in der Manor. Nein, eine gläserne Decke. Sie dürfen ein bisschen offen schauen, wie wir Männer so amten. Aber das Hämmerli zum Schieben einschlagen, liegt um und bis auf der anderen Seite. So, machen wir langsam viel oben. Zum Abschließen noch mal zwei, drei Ballspieler-Themen. Hey, wie findest du eigentlich den neuen Präsident von Frankreich, Macaroni? Das ist doch mal ein Staatsmann. Ja, er heisst Macaron, so wie die riesen Luxemburger aus Paris. Jetzt haben sie, glaub ich, Hunger. Mir egal, wie der heisst, mit dem würde ich sofort den Margretenstich vollziehen. Ja, aber das ist doch im Baselbiet. Hey, also du bringst alles durcheinander. Der Macaron ist doch der, der dort zumal im Trump die Hand nicht wollte schütteln. Ja, und später hat er sie dann aber ganz fest geschüttelt. Ah, er ist Tamiro, also doch Baselbiet. Wunderbar, die haben super im Griff. Du, Toni, was kommt da für ein Mensch? Und warum hat er keine Fäden? Es sind alle zusammen. Können wir auch an die Fasnacht? Nein, tut uns leid, aber wir haben so eine innere Befangenheit. Für die Fasnacht fühlen wir uns nicht frei. Dann haben wir wunderbar das Hirn. Also ich habe nicht alles im Griff und jetzt das. Ja, Ich fühle mich jetzt so erleichtert. Und frei. Die Deutschen, die nennen es Narrenfreiheit. Aber wir zu Basel, nennen es Menschenrecht. Könnt, es lernt es gerade noch am Morgenstreich. Oh.
Säge, sie sind einfach weg. Ja. Fäden durchgeschnitten und weg, das geht doch nicht. Du Toni, ha? Was sind das für Fäden über dich? Oh. Und auch über mich? Das kann doch nicht sein. Das ist unerhört. Wir müssen weggehen von hier. Ja, die Fasnachtler hat einen Schach gehabt. Ja. Komm zurück. Wir wollen frei sein. Ja. Du Toni, hast du gesehen? Es hat wieder Bewegung gegeben an der Börse. Allerdings, das sieht gut aus, das sieht gut aus. Ich bin gerade sehr zufrieden. Strabatze, ein Pfubi für ein gelungen Gericht, für mich und dich ein Zunge bricht, ein Bein behauptet, wir sind Bank, macht einem der Werbeirrsinn krank. Hm? Man braucht auch in der Batz viel Platz für die Werbung. Es ist kein Satz für die Katz. Denn ohne den Reklameteil wäre nicht einmal der Rahmen geil. Im Fernsehen und im Internet, wo es Fragen auch für Kinder hat, gibt es Wettbewerb für schwache Leistung. Auch für nicht ganz bache Geistung. Für Grossräte, die eine Lücke haben und das falsche Knöpfchen drücken wollen. Wenn es neben etwas zu gewinnen gibt und alle Preise sind ein Hit, dann machst du mit jedem Gewinn einen Stich. Die Verlierer hintersinnen sich ja, warum für sie nicht drinnen liegt. Doch die Weg zum Glück, die sind verzwickt. Ein Weg führt, das ist Kassewitz. Von hier durch die Griffengasse zum Spitz. Von dort auf die Brücke bis zum Mitte in die Mitte. Und sofort, wieder blitz dem Mitte, zum Joch, wo das Käppeli drauf steht. Hey, es hängt ein Schloss am Tor, das aufgeht.
Ja, weil der hat viel zu viel. So Dinge hängen, denn ohne die wäre es immer gegangen. Und das Rechte, wie der Buff kannst finden, steht Charivari drauf, auch hinten. Und was du brauchst, das Gewinnen liegt und so der Preis auch drinnen liegt. Du musst, das ist das Fatale dran, nur vier rechte Zahlen haben. Gibt's dir den Ring, das Ding zu bezwingen, musst du den Tattoo-Shop dringend bringen und zusammen mit dem Schloss die eigene Programmheft mit der Zahl gleich zeigen. Denn es wartet nur ein Mann drauf hin, im Shop einen super tollen Preis auf dich. Hey, wenn dein Heft zahlt drin ist, wo du damit am Gewinnen bist, musst du probieren. Habt Geduld, geht's schief, bin ich am Ende nicht schuld. Nächster Halt, Wettsteinbruck. Next Stop, Bedstone Bridge. Direkter Anschluss ans Kunstmuseum und das Waisenhaus. Direct Connection to Art Museum and Clever House. Ausstiegsmöglichkeit für einen Besuch auf dem Aschenplatz oder Münsterhügel. Get out to visit Ash Place or Monster Hill. Falls du einmal gefriert und mich beschmiert, spürst du den Wind im Gesicht, auch bringt dir das Lied. Nur zu Ferry auf den Himmel, auf zu Neverkund. Das Glück braucht der Mensch nicht lang, es hängt schon eine Stunde. Für ein Besuch auf dem Münsterplatz zählt's Merke ohne Hitbatz. Eine Ferie fährt hier oder her, wenn nur mehr die Schwere nicht wär. Fährst du am Oben Sport über mich, bist du allein? Hast nicht mehr vor und niemand, wo wartet der heim? Zu verliehen, der Mond zieht vorbei. Was morgen die sehen, weiß kein, auch nicht ich. Nur, etwas ist klar, ob arm oder reich, verliebt oder nicht, oder nöns ist gleich. Was wartet auf dich? Du fährst über mich. Du fährst über mich. Fährst du einmal gefriert über mich, bist noch miet. Spürst du den Wind im Gesicht, ah, singt dir das Lied. Du wächst so fähig auf den Himmel, auf die Sonne, wo kommt. Glück braucht der Mensch nicht lang, es langt schon eine Stunde. Du schaust schon verliebt, der Mond zieht vorbei. Was morgen die sehen, weiß kein, auch nicht ich. Nur, etwas ist klar, ob arm oder reich, verliebt oder nicht, oder nimmt sich gleich. Was wartet auf dich? Du fährst über mich. Du fährst über mich. Ja, la, 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 la. Was liegt? Du bist jetzt viel. Hey,
Ist noch nie Pause gewesen? Okay. Und? Läuft's? Gut für euch. Es ist ein super Jahrgang. Für mich auch. Tolle Chance. Schauspielerische Herausforderung. Merci, Gallet! Es war ein super Gespräch mit der Rollenverteilung. Was ist denn als Regisseurin? Los, Liebs, ich hätte schon ein paar gerne einen Bock zum Spielen gegeben. Das Dorenbach-Viadukt wäre zum Beispiel noch frei gewesen. Es lenkt aber nicht für die Kulissen vom Budget her, ja? Wegen der japanischen Trommelgruppe und der röhrenden Guckenmusik. Seid ehrlich! Der Programmchef. Ja, die sind sehr teuer. Weißt du was, Liebs? Wir schauen doch einfach, was wir im Fundus haben. He? Vielleicht haben wir dort etwas Glatz. Wie wär's mit einer Möwe? Eine Möwe hat's gelaufen. Eine Möwe? Hey, ja, ist eine Glanzidee. He? Und für das studierst du 15 Semester Theater. Eine Möwe wäre ja noch halbwegs gegangen. Aber nein, was hängt im Fundus? Eine geschissene Tube! Das gehört genau so zur Stadt wie die Brücke. Jawohl, super. Habe ich immer schon wollen spielen. Du bist voll der Sympathieträger. Ich bin ein eigener Donald Trump. Das Tube kommt im Leben nie hinein. Und auf der Bühne auch nicht. Oder to be or not to be. Weißt du was, Liebs? Da kommst du in den Hintergrund. Fürs Ambiente! Ja, leck mir am Arsch! Nichts am Mittel! Ach, großartig! Danke fürs Vertrauen, Galet! Fürs Ambiente, hä? Meine Räuberstäbe! Oder Lift, Musik! Oder wieder frei und der Cicaroni an einer Pressekonferenz neben dem Streller! Hat vielleicht noch jemand eine Frage im Tube? Niemand! Dumm in der Gegend umhocken und den Schnabel halten. Und für das musst du noch 3 Monate vorher proben. Ja, Jebs, ich spüre es noch nicht so ganz. Du musst dich in die Tube hineinversetzen. Was will sie uns sagen? Ja, was will sie uns auch sagen, hä? Achtung, ansteckend! Oh, bitte nicht füttern! Leck mal am Arsch! Tube versetzen! Das war's doch! Ach nein, das war... Leckt! Ich geh jetzt in den 2. Stock! Dort hat Schnaps, der ist wenigstens gratis! Kann ich abschießen? Und das geschissene Kostüm verschenke ich dem nächstbesten Japaner! Thank you.
Nächstes Stopp, Middlebridge. Direkt ein Anschluss an Schifflanding und an Clara Platz. Direct connection to Ship Landing and Clara Court. Ausstiegsmöglichkeit für einen Besuch in der Barfüßer Kirche. Get out to visit Cashfoot Church und einen Rundgang durch die Basler Innenstadt. Or for a circle gang through the Basler Indoor City. Man hat ja noch 2 Minuten für Fragen und Komplimente. Ach, danke. Ja? Merci. Ah, you are tourist. You are a Josef, ja? Ah, thank you. Questions, yes? You want a vase, les vases? Oh, where is the traffic? Wo denn die sind? Nein, nein, I don't traffic. Kein Auto, nein. Da bleibt die Lack auf da. Wo denn die sind? Das würde ja nicht passen, ne? Man will ja etwas sehen von mir. Das braucht Zeit. Ich sage immer, wer es präsent hat, aber weiter rauf zu schwarz hat, der darf jeden einmal rein. Nein, nein, auf mir flaniert man. Ich würde sagen, auf mir steckt vielleicht nicht ein Bär, aber es tanzt allein. Bitte? Nein, der Lion. Ja. The Lion! Eins von den Ehrenzeichen vom Vogel Griff. Sign of Glory at Grabby Bird. Ja, das einzige Ehrenwerte, was gleich Basel zu bieten hat. Hm? Mir persönlich würde ja das Gross Basel lange. Aber den Ehrengesellschaften habe ich gesagt, für euch komme ich über. Das ist quasi Kulturvermittlung, ja, ja. Oh, im minderen Basel freut man sich alle will über Brückenangebote. Ja, dank mir haben die armen Leute wenigstens einen Bildungszugang. Schließlich bin ich die historisch bedeutsamste von der Basler Rheinbrücke. Hm? Bitte? Bitte? Die älteste auch, ja. Nein, so ein Minderbemittelter. Aber alt ist das neue Jung. Ja, ja, fragen Sie mal den Monsieur Macron. Das ist reine Geschmacksfrage. Wie sagt man? Solange es nicht tätelt, wird gefletelt. Ja, wir wieder. Und seit der Sanierung sitzt sowieso alles wieder wie es soll. Bitte? Wie viel es gekostet hat, das geht sie gar nicht an. Nein, auch als Stierzahler nicht, die wird jetzt alle wert. Schon wieder der Minderbemittelte. Mit dem Geld ist es doch wie mit dem Stier. Man hat so einen Schwätz drin, gell? Und ich habe übrigens beides. Ah, so eine Sanierung ist ja per se kein Vergnügen. Aber als Wahrzeichen ist man seiner Stadt etwas schuldig. Das ist nicht wie an der Fasnacht. Ich bin das ganze Jahr Sujet. Bitte, ja? Hä? Ja, ja, ich weiss, Sie haben auch gelitten. Umleitungen über 3 Rosen. Grauenhaft. Ja, wie auch immer. Zum Glück bin ich wieder da. Hm? Es kommt ja niemand, der mich auf lange Sicht vertreten kann. Wo führt man den Gartest durch? Voilà. Wo sitzt Helvetia? Wo sieht man das Feuerwerk am besten? Bitte? Wettsteinbruck. Schon wieder so eine blöde Lackaffe.
Für so eine architektonische Verbrecher reisen die doch nicht um die halbe Welt. Hier in Basel lieben wir ja das Understatement. Oui, c'est très valoir. Vor allem beim Schutten, gell? Aber nein, nein. Bei aller Bescheidenheit. Mir geht es doch wie den meisten Leuten. Le sujet, c'est moi. Nicht wahr? Es ist alles gut. Es ist alles gut. Und der Autoschlüssel ist eingesteckt. Ja, Mama, jetzt tu doch nicht so nervös. Ich bin nicht nervös. Aber es wäre schon ein Grund, jetzt mit dem Rauchen wieder anzufangen. Schatz, sag mal, ich habe den Herd abgestellt. Ich bin nicht nervös. Du bist nervös. Ich bin nervös. Mama, was willst du hören? Ganz ruhig. Komm du an. Das ja, soll's klappen. 901. Nein, die kommt von Dina. Nimm 02! Guten Tag, das ist der Telefonbeantworter vom Glei Basler Charivari und dem Basler Tattoo Shop. Leider rufen Sie außerhalb der Öffnungszeiten an. Wir haben für Sie vom Montag bis am Freitag schon vom 9 bis am 9:30 offen und am Nachmittag am 3:30. Am Samstag erreichen Sie uns zwischendurch auch. Hinterlassen Sie uns doch eine Nachricht nach dem Dudelsack. Und da ist Hugentober, Vreni. Und der Rudi. Es ist 2 ab 9. Von 3 ja. Und wir würden gerne Billet kaufen für Charivari. Aber die Türen ist zu. Machen Sie doch auf, oder? Aber Leute, sind zurück. Da ist doch eine. Hallo. Sie haben 9 neue Nachrichten. Nachricht Nummer 1. Guten Tag, hier ist Morgen. Ich wollte noch rasch fragen, ob wieder etwas geplant ist am Charivari mit mir. Letztes Jahr habe ich ja ein ganzes Rahmenstück gekriegt. Es läuft mir immer noch hoch. Mit neuen Schuhen, wir sind dabei gewesen. Und du stehst dazu, du bist dabei gewesen. Moment! Ich muss leider aufhängen. Wer ja, doch du, der nennt Patientkarte. Ah, ja. Herrschendis. Nachricht Nummer 2. Hallo, da ist der Mino. Hallo, hallo. Wir haben das Rezept von Premiere gemeldet. Nehmen Sie aber auch nur ein Danke. Und ganz liebe Grüße am Spitzbuben. Nachricht Nummer 3. Hallo, it's Richard Warlock. Ich wollte sprechen mit der Charivari-Regie Colette. Ich würde Sie erzählen der Choreografie für das Five- und Tom-Gruppe Battle Holly. They're playing the Dudelsack. And I have a great idea. The tutus are ready. Please call me back. Bye. Hi. Jetzt mach doch einmal etwas. Was ich? Du hast ja Billie nicht online wollen bestellen. Ja, logisch. Bist du auch nicht gesagt, der Computer aufgefahren ist? Nachricht Nummer 4. Daniele Klasser, ich bin Strotti. Wo bist du? Ich habe einen Tisch parat gemacht für 2 Personen auf die halbe. Jetzt warte ich noch bis am 4. Da kann man den Buckel absteigen. Was übrigens? Ich hätte noch gerne 2 Bier für die Charivari-Premiere. Aber nicht mit dem Flaschinsplatz. Das war ja ein Glückstari und das letzte Jahr hinter dem Pfosten. Nachricht Nummer 5.
5. Hallo? Läuft schon? Ah ja. Also, salut zusammen, da ist die Mecke von der Schnitzelfetzen. Ich habe gehört, ihr sucht noch eine zweite Bank für Charivari. Also, wir wären dabei. Einfach haben wir schon. Aufpassen. Zwei. Frau Ackermann, die kleine Glucke spielt Posaune in einer Weibergucke und hockt jetzt im Regierungsrat. Also, ja, der Schluss fällt halt noch. Nachricht Nummer 6. Grüezi miteinander. Hier ist Sabine Pegoraro. Also hört, es ist so. Ich sollte auch noch so Ticket haben fürs... wie heisst jetzt das schon wieder? Fürs... Unser System meldete uns, dass Sie aus dem Kanton Baselland angerufen haben. Tickets fürs Rotstadt-Kabarett können Sie reservieren unter info@rotstadtticket.ch. Da ist der Christoph Blocker. Ich will fragen, wie eigentlich läuft da mit deiner Charivari-Programm-Zeitung? Wir sind ja bald die einzige unabhängige Zeitung in der Schweiz. Und ich kann nur wieder fragen, ob wir die nicht übernehmen? Oder ob wir die fusionieren mit der Basel-Zeitung? Wir sind ja bald dicker als unsere. Also, gib mir ein Telefon, zeig, was es kostet. Ciao. Nachricht Nummer 8. Hallo, mein Name ist Wessel. Ich wollte fragen, ob beim Charivari-Ticket auch das gratis Tramli-Fahren dabei ist. Wir müssen den Besucher aber sagen, dass, falls sie über die Mittelbrücke fahren, noch ein Velo-Ticket lösen sollten. Irgendwie müssen wir ja die hohen Trottoir-Rente finanzieren. Ich warte auf Ihren Rückruf. Dankeschön. Nachricht Nummer 9. Ciao, Lima, du bist Erik. Ich hoffe, du hörst das, bevor die ersten Leute kommen. Die Charivari ist komplett ausverkauft. Kannst du den Laden auch zumachen. Merci. Schatz, noch gehen wir im Sommer ans Tattoo. Für das gibt's ganz sicher noch Billet. Thank you.
Restaurant Johanniterburg. Next stop, John's Bridge. Direkten Anschluss an Feldbergstrauß. Direct connection to Field Mountain Alley und Universitätsspital and Universe Hospital. Bitte umsteigen für den Petersplatz. Please change for Peter Square. Still. Der Rhein fließt und die Sonne scheint warm durch die glasklare Luft. Auf dem Veloweg sitzt der Diebli und wartet. Es ist Dienstag am 11. Und wer nichts Besseres vorhat, schafft. Aber Zukunft ist auf der Strasse. Da kommen sie angefahren. Mit ihren Strickjacken und Riebli-Hosen. Hordenweise hippe Studenten zwischen 18 und 38 unterwegs von einem Espresso Macchiato mit Sojamilch in der Kleinbeckstrasse zur zweiten Vorlesung Kulturanthropologie für Drittsemesterstudierende auf dem vierten Bildungsweg. Ihre Velo glänzen und ihre frisch schamponierten Bärte wehen im Wind. Leger, kreit Stiebli. Und weil es auch gern Leger wäre, flattert der Velofahrer und die Köpfe, bis es sich vor lauter Aufregung vergisst und am nächstbesten Riebli-Hosen-Student zmitzt in die Holzkiste auf dem Fortgepäckträger schießt. Spinsch, sagt der Riebli-Hosen-Student und kratzt der Taubenschiss ab der Holzkiste. Leger, kreit Stiebli. Ich wollte leger sein. Leger! Jetzt los mal zu, Kollege. Meinst du eigentlich, es ist leger, wenn du Strickjacke bist und deine Slimfit-Hosen auf dem WC nicht runterkriegst, weil es an der Wade klebt? Meinst du eigentlich, es ist leger, alles genau dann zu machen, wenn es out und sobald es wieder in ist, gerade wieder nimm. Hast du eigentlich das Gefühl, es ist leger, wenn deine Lieblingsbar in der Feldbergstrasse alle Woche anders heisst? Zum Beispiel Offenbach oder Fruchtbach, Babach. Und dann musst du koffeinhaltige Cocktails saufen mit Koriander und Rosmarin oder Gurke. Und am nächsten Tag setzt du die Programmverteiler auf 4,5 Stunden zwischen Power Yoga und obergärigem Feuerabendbier. Ich setze Heidrend. Ich setze Zeichen. Meinst du, ich freue mich nicht, wenn endlich wieder Fasnacht ist? Meinst du, ich freue mich nicht, den öligen Bart unter die Larven zu stopfen und einzustehen? Endlich wieder Gosti im Hose aus billigster chinesischer Kunstkratzseide statt die geschissenen Riebli-Röhren. Endlich wieder Büchsenbier und lauwarme Wiese statt Mandarin-Ligazosa und Krientee. Endlich wieder Gammelfleischklöpfer statt Tofu geschnetzelt, 3 Tage lang Herdöpfelsalat und Käsewehen und erst noch mit einer fettigen Frikadelle. Meinst du, ich freue mich nicht, den Abfall unkennt auf den Boden zu schiessen, bevor die Putzmaschinen kommen? Fasnacht, das ist leger. Thank you.
Publikum entbunden, grüß ich jede freie Sekunde. Mit deinem Buschi schiebst du Wagen stolz durch die Stadt. Gehst du shoppen zu Nacht am Drei, wechselst Windeln, machst du Brei und noch ein Börbschen kurz zur Schulter retour ab. So baust du eine tiefe Bindung auf, bis der Golf dich endlich mag. Schliesslich kriegst du für das ja Ferien, leck einen ganzen halben Tag. Französisch lenkt nur knapp für Wein und Not. Sie fragt der Schild, wo haben sie gelandet? Nur der Schild hat's nicht verstanden. Sicher gleich und weisst wieso? Es wird's im Kopf auch kein verstanden. Bei diesen Krankenkassenpreisen musst du die Lohn gerade überweisen, was die Prämie so in die Höhe jedes Jahr. Säckelt jeder gerade ins Spittel, zu den Arzt im weissen Kittel, nur wegen Halsweh, Schnuppe, Muckenstich am Ohr. Wenn denn die Doktor dir bei Bauchweh mit der Hand in die Augen legt, dann weisst, man hat auch ihm sein Titel nur fürs Tennisspielen scheint. Man sieht noch die Abdrücke vor den Fingern auf der Backe vom Rolf Ringer. Sind wir ehrlich, endlich kriegt er auf den Latz. Der grosse Sieger, Fußballgott, hat drum jetzt Stadionverbot. Er schaut den Matsch daheim im Fernsehen mit der Katz. Und er der Fringer sieht, wo jeder kommt er auf vom Kanepe, legt stolz sie Hand aufs Herz und singt. No. Auf der Hand,
eure Rabenlichtli Umzug ist erbracht. Eure Band, doch da ist toll, 600 Mann und alle voll. Und jeder Base brennt im Städtli in der Nacht. Aus Eierlasen ist grandios und friedlich schwingen ist der Hit. Wir sind ja stolz, ja no, fürs Waldkultur erbleibt's halt einfach nicht. Dass wir uns ja nicht letzt verstehen, es gibt Sachen, wo grad gar nicht gehen. Wer hat wer jetzt wen und wo mit was berührt? Hashtag do und Hashtag dort, täglich mit mir sind empört. Drum fragen wir uns schüch, wo das noch anführt. Im Frauenfußball nicht zum Sagen tut ein Stürmer jetzt klagen, weil der Schiri ihre Nochen gepfiffen hat. Es geht beim Volkssport denn grad weiter, auch ums Jassen stoß jetzt schitter, weil der König keine Damen stechen sollte. Wärst gern Frauenarzt als Mann, musst künftig gute Augen haben, weil Untersuchung machst vom Zimmer nebenan. Auch der Feuerwehrmann ist gescholle, es tritt sein Schlauch jetzt auf der Rolle. Und auch Spritzen darf er nicht mehr Arme haben. Es hat in Basel denkt, hab's nie, sogar der Streichel soll ich mir, mei sind mir froh, kein Geissli meckeret mich du. Es hat's auch wie Jopure schwer, beim Melken bleibt der Kessel leer, wie längst der Kie am Zitzen schreien, die mich muss. Es trinkt im Spitzfrau-Salat Tee, halt nur noch hagebutten Tee, seit der Kellner nun eine Latte bringen kann. Als Wackis ist sich nicht zum Sagen, trachtlich einzeln Abendwagen, ziehen sich Frauen selber, stopfen allem an. Stornrösli liegt sogar als Oma ohne Kuss noch tief im Koma. Ja, der Merli-Prinz hat sie vor Angst nicht weg. Es wird ein Osterhas empfohlen, seine Eier nicht zu bemohlen. Der Santi Klaus, der lässt sie Sack versteckt. Ihr merkt, das Thema da ist heikel, drum sei uns noch gut Verstand. Und wir verzichten auf eine Pointe. Hashtag Adje miteinander. Fasnacht ist am Dienstag besonders schön. Am Dienstag Nacht kurz vor den 12. Das Guckenkonzert ist rum und gofe, Schalpen mit ihren Eltern tot mietheim. Ruck gehört wieder den Dampfuhren und den Pfeifen. Und wie jedes Jahr komme ich hier um die Zeit auf die Mittelburg. Ich schaue zum Reisprung, wo im Licht von ein paar Steckenlaternen fast geisterhaft leuchtet. Im Mond macht der Bach silbrig, glänzig. Farbig verziert mit Räppli, die der Bild ins Wasser blusen. Ja, wie jedes Jahr hat es auch ein paar grönende Zivilisten. Die meisten aus der Landschaft.
Oder es sind Schwaben, die sich am Basler Karneval nicht so recht wohl fühlen. Also Campus Yankees jetzt aber als wir mehr. Das ist der Grund, warum ich Jahr für Jahr hier beim Kapellion auf etwas warten tue. Zwar hat es zu meiner Zeit noch keine Schlüssel von Verliebten an den Eisenbühren hängen gehabt. Nein, wir haben noch mit einer alten Militärmasse unsere Liebesbekenntnis in Sandstein gesetzt. Alles angefangen hat es vor vielen Jahren bei einem Halt von unserem Pfeifergrüppel in der Hasenburg. Wir haben selber eine Fasnacht nicht so zwei gewesen. Meine Anhängsel und heutige Ex-Mann kurz vorher von einer Geschäftsreise aus Thailand seine neue Traumfrau heimgebracht hat. Zwar ist die mit 10 Jahre jünger als ich, aber die Milchschokolade war anhänglicher als der Klettverschluss von meinem Kostüm. Wie ich halt dann meine letzten Wehmeli hängen lassen habe, sagt einer am Stammtisch vom Chateau Lapin zu mir: Komm auch dazu! Du musst doch nicht allein Triebsal blasen! Ah, es ist dann ein längerer Halt geworden und jo, ich gebe gern zu, dass man bei diesem Tambour Heiki, hat er geheissen, so rechte Ärmel reingenommen hat. Etwa am 11. hat er gemeint, dass er sich jetzt langsam richtig klein Basel auf den Heimweg machen. Und ich habe schnell gesagt, du, da komm ich auch mit, ich habe den gleichen Weg. Ich habe noch gesehen, wie seine Trommel spätig geschmunzelt haben und wir sind langsam richtig hochgeschlempert. Dann hat er mal ein bisschen aus meinem Leben erzählt und er hat offen zugegeben, dass er auch nicht so glücklich sei. Einerseits wegen Stress im Geschäft und andererseits wegen seiner Familie. Die sind so konservativ, dass der Papst dagegen gerade ein Rotzbänge ist. Ach, sind wir uns näher gekommen und haben die ganze Fasnachtswelt um uns herum vergessen. Was dann von der Martinskirche 12 geschlagen hat, hat uns die Realität wieder eingeholt. Nach einem längeren, versteckten Abschiedsschmutz hat er gemeint, du, das sollten wir jedes Jahr so machen. Wir treffen uns jede Fasnachtszischtig, Punkt 12 dort im Joch. Und dann verschwinden wir für einen Moment. Nur wir zwei im ganzen Leben. Die wenigen Farben, die ich mit Schmetzki im Bauch eingelaufen bin, konnte ich mir nicht vorstellen, dass der Tambour das nächste Jahr tatsächlich auftaucht. Ah, das ist doch Ding. Soll ich? So wie ich bin. Komisch. Ich habe mich gar nicht gesehen. Ihr glaubt es mir nicht, aber der Heidi ist jedes Jahr zur Zeit gekommen. Weißt du, sind wir zuerst ins Marois, eine Venerigo schrofen. Und was dann noch so gelaufen ist, das bleibt unser Geheimnis. Es läuft mir viel zu weh. Aber so ist es mit dem Heiki. Jeder Fasnachtszischtig Jahr für Jahr. Und heute? Kommt er oder kommt er nicht? Mag er überhaupt noch Fasnacht machen oder kann er bei den Zistitz-Schlopi nicht mehr mithalten? Ich ist 12. Wo bleibt er denn? Heidi, wo bleibst? Heidi, er kommt, wie immer. Ich bin da. Ich bin doch da, Heidi! Du bist so froh und unbefangen vor vielen Jahren auf die letzte Bummel gegangen. Dann ist mein Leben und die Fasnacht leer. Wäre alles viel besser, wenn auch ich bei dir wäre. Ah!
Adieu, Heidi. Vielleicht ist unsere Trennung gleich vorbei. Du kommst in die bessere Welt. Da unten, im Rhein. Also wirklich so schön.
Podcast nur immer wiederholen. So schön. Ah, was spinnst du jetzt wieder, Lars? Hör mal auf mit den Schissenen. So schön. So schön, der Sommer in der Stadt. Die Luft hat 34 Grad. Das Wasser im Rhein 23. Und wir liegen auf dem Rücken in vielen Strähnen. Dummes Eich. Seit 25 Jahren spielen wir hier eine Kulturrolle, die keine Saube mehr. Da hat doch alle Arten an. Haben eh die falsche Überlegung gehabt. Aber das Beste reicht doch immer noch. Lass mal bei Hochwasser abtauchen. Schwinden kennen. Ja. Abtauchen, das ist Stichwort. In der Schweizer Illustrierten hat unsere Regierungspräsidentin, Tanten. Wer ist das? Ja, da hat also unsere Seitenzupfer Primadonna Ackermann gesagt, dass ihre Lieblingsorterie sind. Sie gehören vom hessischen Politalltag abschalten und auch einmal abtauchen. Von mir aus gesehen muss ich gar nicht mehr auftauchen. Von apropos hektisch. Der einzige hektische Moment bei denen ist, wenn sie merken, dass sie den Hundesalon wie mit dem Coiffeur verwechselt haben. Achtung, Achtung, Kameraden! Ein Mini-U-Boot mit ausgefahrenem Seerohr kommt auf uns zu. Das ist kein U-Boot. Das ist ein Stupfer Freddy beim Ruckerschwung. Das ist voll einsatzbereit in Werbekosten. So schön. Nein. So schön. Da kommt sie. Wo landet die? Wow. Mit einer Ausstrahlung mit einem AKW. Schönheit, wie sie im Buch steht. Und beim Brustschwimmen bewegt sie sich grazil wie ein Fischer drin. Adieu, Frau Möck! Herr Schleiger, setz wieder mal zum Optiker. Also für mich sieht die eher aus wie ein austrocknetes Breitmulleidechsel. Ganz im Sinn von die Wüste lebt! Da hätte der lieb Gott allem Anschein an nicht ein glückliches Händchen gehabt. Sali zusammen! Ich bin gegen jede staatliche Unterdrückung. Aber Drucker und ein Barschi unter Wasser. Und den Engelberg, das ist mit Wäsche, das solltet ihr mit Blei füllen. So, so. Schluss, aus, basta. Zusammen gehen wir den Bach ab. Hast du gemerkt? Sie hat den Kahn aufgegessen. Nein. Nein, da hat sie schon ihre Wickel fast für die Schiene gepackt. Und liegt jetzt drauf. Was, auf dem Kram? Nein, auf dem Wickelfisch. Der Double. Zum Glück gibt's nur einmal die Mücke. Au! Au! Schon wieder! Alpha Chemis hat wieder zwei frisch Verliebte. Der Schlüssel vom Schwester Kappel ja aber gar nicht mehr voll auf den Kopf. Nein, lass mich mal jetzt. Ja, hast du ja noch Glück gehabt. Es hat auch können ein Velo sein. Jo. Auf jeden Fall haben sie beim Reinputzen sogar eine Batteriedrohtinsel gefunden. Oh, noch mit dem Moranhof? Nein, aber eine fast neue Zahnprothese ist dann aber klar. Hätte mehr die Platte sind die noch. Die ist sicher am besten zu schnurren aus Kate, weil sie Millionen im Rhein versenkt hat. Ja, nicht versenkt, verschenkt. Und das erst noch der dreifarbige Stinkkäse-Copain, den Pancho, fast Paris. oje meine, der Wessels und sie BVP. Da hat der Herrgott allem Anschein an die schwächste Stunde im Leben gehabt. Au! Oh, au! Oh, nimm schon wieder! Ah! Fisch! Oh, der Fischerkerl hat mir wieder beim Auswerfen voll den Zapfen zwischen den Beinen geteilt. Aber ein Zapfen macht doch nicht weh. Nein, aber wenn er ihn wieder reinholt, bleibt doch der Hocken hängen. So grusig! Ja. Also so grusig! Und dann noch mit einem Wurm zwischen den Beinen! Igitt! Setz dich! Hör das nicht! Sie kommen zurück über Bruck! Was? Tramli? Sind das nicht die Wettkämpfer von Ostschweizer Tannenbäumen und Pfeifenfest? Oh, das sind das da am Ende Pfeifenfotter aus Seego!
Es heißt UNESCO in Polen. Wir sind jetzt Teil vom Weltkulturerbe. Und zahlen eine komische Erbschaftssteuer. Ja? Und Einzelmaske, die alte Tante Herzog, kriegt alle Subventionen. Herrlich, das ist Musik. In meinem Kiefer. Also so geht das nicht weiter. Überall am Rheinbord nur Lärm, Rauch und Stank. Ja, recht hat sie. Ja. Wer? Ein Salome Hofer. Und sie SP7-Beauty. Ja, ja. Sie verlangt am Rheinbord staatliche Elektrogrillen und den Grillbeauftragten als Holzkohle. Du hast den Holzkohle von Schüren verbotten. Ja,
und als Grillbeauftragter schlägt sie der Ex-Stadtentwickler Thomas Kessler vor. Das ist ja gewöhnt, sich laufend Finger zu verbrennen. Au, au, nein, nicht so weit! Was ist? Der Fisch schon mit dein Leib? Ich gebe so eine verdammte stachelige Gruppe, hat mich jetzt fehlt gelassen. Was ist das? Eine Gruppe? Eine Gruppe ist ein Fisch! Ein invasiver Fisch! Was ist das? Oh, ein invasiver Fisch ist einer, der zugewandert ist, aber gar nicht hierher gehört. Da muss man wieder vertreiben. Ja. Der Tee, der hergekommen ist. Ja, in dem Fall. Ganz zurück in den Osten, Hampelesses. Nächster Halt, Grille Rose. Next Stop, Three Roses. Direkten Anschluss am Voltaplatz und am Basler Riehhafen. Direct Connection to Volta Space and Rhine Heaven. Bitte umsteigen nach der Hünigen, Saint-Louis und Weil am Rhein. Please change for Little Hanning, Holy Louis and Because at Rhein. Oh ja, Drei Rosen 2018. Was geht ab, Charivari? Mach laut! Was geht ab, Charivari? He, he! Was geht ab, Charivari? He, he, he! Was geht ab, Charivari? He, he! Was geht ab? Was geht ab? Charivari, shut up, jetzt musst du losen. Das sind Pride and Rise im Namen von der Rose. Gegen Flow gibt's nichts, wo du umnützt. Kein Schiss, wie ich das am besten zerspritzt. Auf dem Platz bei den Leuten ist es angekommen. Deinen Boss, du sind nichts vom Delgado. Let's go! Nichts, das mit mir soll gelten. Auf drei Rosen, eine Stadt, zwei Welten. Glück's Glas mit mir soll gelten. Auf drei Rosen, eine Stadt, zwei Welten. Glück's Glas mit mir soll gelten. Auf drei Rosen, eine Stadt, zwei Welten. Auf alle Braven mit Scham und Schüttli auf den Menschen im Hafen mit Lachs und Püppli. Wir haben einen neuen Campus. Stoss an und auf den Block nebenan. Auf einem Block, wo die schockt, weil hässlich ist. Wo der Zinsdiener blockt, weil hässlich ist. Wo der Mauer siehst, vollgesprengt mit Bimmel. Und hinter dran wächst der Frust und der Schimmel. Neu bedauern ist das Leben da ja gleich wie ich als Bock. Oben durchläuft dich, aber drunter herrscht Druckbild. Wer wird reinpasst, der wird rausgeschossen aus der schönen neuen Stadt. Nur wenn ich bleib da, bleibst du, bleib so, wie ich bin. Kann kommen, was will, aber ich bleib real. Ich verbiete mich nicht. Ah, mach nicht mit bei diesem ganzen Shit. Und bleib es nicht, ich schnell Stachel. In eurem Fleisch und schlägt der Bachel. Was? 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 Ich hör dich sagen, ich sieg nicht schön, was? Will ich nicht deinen Blick verwöhnen, was? Dann stimmt, im Namen von der Rose. Wenn ich dir nicht passe, kannst du mir blosen. Charivari, schade, aber jetzt musst du losen. Das sind Pride and Rise im Namen von der Rose. Gegen Flow gibt's nichts, wo du umlässt. Kein Schiss, wie die Dissen bist, das entspritzt ja. Lübst das mit mir, das soll gelten. Auf drei Rosen, eine Stadt, zwei Weite. Lübst das mit mir, das soll gelten. Auf drei Rosen, eine Stadt, zwei Weite. Lübst das mit mir, das soll gelten. Lübst das für mich soll gelten. Auf drei Rosen, eine Stadt, zwei Welten. Lübst das für mich soll gelten. Auf drei Rosen, eine Stadt, zwei Welten.
rechts und links vom Bach. Wo du hängst, ist kein Bach. Denn die Flocke ging mit dir alles zusammen. Gibt's noch lang nicht etwa allein. Und dann nehmen wir einen Schluck auf die gute alte Brock. Und durch See, durch See am nächsten Charivari. Wir bleiben gut im Schuss. Wir schließen Schar.